überhaupt nicht, ob zum Beispiel eine Giftwolke im Meer zustande gekommen ist durch diese Explosion, entstehend aus Resten von alter Munition aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Von einem Schlauchboot aus wird eine Unterwasserdrohne gestartet. In 79 Metern Tiefe erscheint vor der Kamera dann tatsächlich die völlig zerstörte Pipeline. Die Betonummantelung abgesprengt, die Stahlstreben verbogen und zerrissen. Als Mahnmal hinterlassen die Aktivisten eine Greenpeace-Flagge. An Bord freut man sich über die spektakulären Aufnahmen, aber die Arbeit wird im Labor noch weitergehen. Wir sind hier in enger Zusammenarbeit auch mit der Universität Kiel, dort mit der Toxikologie, und die werden uns dann dabei helfen, die ganzen Proben auch auszuwerten und zu untersuchen, und damit veröffentlichen wir dann auch gerne die Ergebnisse in 1 bis 3 Wochen. Die Analysen der Proben könnten weitere wichtige Informationen liefern. Nach mehreren Tagen auf See macht sich die Beluga dann auf den Weg zurück nach Dänemark. Das Thema Nord Stream-Explosionen beschäftigt auch die Geheimdienste weltweit. Und darüber wollen wir jetzt reden in unserem Social Live mit Michael Stempfle aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Und in der Tat hatten wir schon eine kleine Diskussion zum Thema Sabotageangriff auf Nord Stream auf Instagram. Einige Fragen dazu, und die wollen wir richten an Gerhard Konrad. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Ex-Geheimdiplomat, Sie waren an vielen wichtigen Stellen in der Welt schon, und jetzt sind Sie im Ruhestand, können ein bisschen freier vielleicht erzählen, was Sie für möglich halten. Und ja, Sie sind auch nicht so wirklich im Ruhestand, weil Sie ja auch bei Universitäten angestellt sind, Bücher schreiben und heute Zeit haben für ein Interview. Vielen Dank dafür. Ja, wie schon gesagt, ich freue mich. Das ist ja jetzt das zweite oder dritte, das wir haben. Und das ist jedes Mal schön. Sehr ergiebig. Können Sie denn abschätzen, wer jetzt eigentlich zuständig ist oder verantwortlich ist für diesen Sabotageangriff? Da werden immer verschiedene Länder genannt. Russland vermutlich auf Platz 1. Aber es gab zwar Ermittlungen, zum Beispiel von Schweden, das BKA war auch beteiligt, aber nie eine klare Ansage, das eine oder das andere Land war es. Warum eigentlich? Ja, weil die Ermittlungen beileibe noch nicht abgeschlossen sind. Das ist ein relativ schwieriger Fall. Und ich kann da nur auf schwierige Kriminalfälle verweisen. Manchmal dauern Ermittlungen auch 1, 2, 3 Jahre. Warum ist das so? Sie haben ein Schädigungsereignis, das hat man inzwischen eben eindeutig als Sabotage, also einen Sprengstoffangriff identifiziert. Soweit gut. Man hat auch gesehen, dass es auf eine relativ lange Strecke hin Sprengstoff offensichtlich platziert worden ist. Soweit ist man schon mal. Die Herkunft des Sprengstoffs ist im Zweifel noch nicht bekannt. Der Zeitpunkt, zu dem der Sprengstoff montiert worden ist oder angebracht worden ist, ist noch nicht bekannt und ist auch nicht so einfach festzustellen. Ja, auch die Frage, wie er montiert ist, nicht, von innen oder von außen, beides ist theoretisch möglich. Das sollte sich durchs Explosionsbild eigentlich ergeben, relativ einfach ergeben. Also da müssen die Schweden vielleicht schon Erkenntnisse haben. Da waren sie Hinweise. Ich würde das mal Hinweise nennen. Das heißt, es sind immer einzelne forensisch ermittelte Hinweise, die man klugerweise nicht rausposaunt, sobald man den Hinweis in Händen hat, weil er meistens polyvalent ist, also mehrdeutig. Nicht? Mhm. Man kann dann sagen, ah, dann waren es dann doch die Russen, oder man überlegt dann, ob es doch die Amerikaner waren. Und jeder hat dann wieder Material für seine Lieblingshypothese. Und deswegen halten sich die Schweden, wie andere auch, da eisern zurück und sagen, es wird ausermittelt, wie man so schön sagt. Und wenn wir dann ein umfassendes, sauberes Lagebild, ein Erkenntnisbild haben, dann gehen wir in die Öffentlichkeit. Aber es ist ja wahrscheinlich auch so, dass durchaus Geheimdienste auch gucken, was da in der Ostsee so los ist. Da könnte man ja auch denken, dass man schon mal gesehen hat, wer da durch die Gegend fährt, über Wasser, unter Wasser. Ja. Da, also die Ostsee wird unter diesem Aspekt, ich sage mal, allerspätestens seit dem Ukraine-Krieg, seit dem russischen Überfall auf die Ukraine, so gut es geht, lückenlos überwacht. Das hat man im sogenannten Kalten Krieg ja früher auch gemacht. Das Dumme bei der Ostsee ist nur, sie ist vergleichsweise klein und man kann so ein bisschen flapsig sagen, jeder war schon irgendwann überall in der Ostsee, sowohl die sogenannten Guten als auch die sogenannten Bösen. Deswegen ist es entscheidend zu wissen oder irgendwie herauszubekommen, wann denn der Sprengstoff angebracht worden wäre. Und dann verengt man natürlich den Zeitpunkt und sagt, wer war denn zu einem solchen Tatzeitpunkt, also im Verbringungszeitpunkt, vor Ort. Es gibt eine Frage von Tom Reis. Übrigens könnt ihr alle noch Fragen stellen, die bauen wir gerne ins Gespräch ein. Könnten die Nord Stream Pipelines von innen gesprengt worden sein, etwa durch Wartungsroboter mit Fernzünder? Das ist im Prinzip möglich. Technisch ist das möglich. Es würde möglicherweise sogar die Dinge etwas erleichtern. Denn wie gesagt, diese Wartungsroboter müssen ja dann zur Tatzeit, zur Explosionszeit oder im nahen Umfeld, müssen die mehr oder minder dort unterwegs gewesen sein. Das wird man möglicherweise auch schon geprüft haben.
Würden Sie denn sagen, der Zeitraum, der jetzt so da ist, wo man das Ganze überprüft hat, da ist es noch wahrscheinlich, dass man noch wirklich keinen Schuldigen ausmachen kann? Oder muss man jetzt demnächst irgendwann mal sagen, was die bisherigen Hinweise ergeben? Man wird das, meine Mutmaßung, und wenn mich einer fragen würde, was keiner tut, nicht, aber ich würde, ja, aber Sie fragen nicht nach meinem Rat, nicht? Also wenn mich jemand nach meinem Rat fragen würde, würde ich sagen, angesichts der Problematik des Falls, nicht, jedes Ergebnis ist ein schlechtes Ergebnis. Sie können im Grunde genommen nur überlegen, welches dann das schlechtere Ergebnis wäre. Ich würde wirklich erst rausgehen mit einer klaren, beweisbaren Schuldzuweisung. Gibt es denn die Möglichkeit, dass die Geheimdienste irgendwann mal rausfinden, wer es war, oder vielleicht auch die Ermittler, und das aber noch der Öffentlichkeit vorenthalten? Weil man sagt, das ist so eine brisante Geschichte, egal ob es jetzt Russland war oder die Ukraine oder noch ein anderes Land, das würde ja das Geschehen im Moment auch beeinflussen, dass man lieber sagt, wir halten es zurück. Ist das denkbar? Denkbar ist ja bekanntlich vieles. Im Grunde, das wäre eine sehr, sehr schwierige Entscheidung für die Führung eines solchen Dienstes. Zumindest müsste es der jeweiligen Regierung unter dem Siegel der Verschwiegenheit mitgeteilt sein. Und dann kommt es eh raus. Dann kommt es eh raus. Dit bin ich heißt ein weiterer User, der uns geschrieben hat. Und der stellt die Frage, welche Beweise gibt es, dass es kein NATO-Bündnispartner war? Genauso wenig, wie es Beweise gibt, dass es ein Nicht-NATO-Land war. Es gibt noch keine Beweise, soweit wir das jetzt sagen können. Mhm. Es gibt Hinweise. Während wir jetzt da so ein bisschen im Dunkeln stochern, ist es so, dass bei dem Raketeneinschlag in Polen relativ schnell der amerikanische Präsident Biden gesagt hat, wir sind uns sicher, dass das versehentlich ein Einschlag war, der aus der Ukraine kam und nicht von Russland. Ja. Wie kann das sein, dass man da so sicher ist, während man bei der Nord Stream Pipeline nicht sicher ist? Es ist ganz, ganz banal. Das eine findet unter Wasser, sichtentzogen statt. Raketen kann man immer sehen. Und wenn Sie die nötige Sensorik haben, die sehr aufwendig ist, das haben im Wesentlichen eben nur sehr, sehr potente Staaten, dann können Sie über Satellitenaufklärung oder über luftgestützte Bodenaufklärung, Luftaufklärung, Sie kennen ja das AWACS-Flugzeug, das gibt es ja schon seit den 80er Jahren. Und da gibt es auch ein Aerial Ground Surveillance System, das sind Drohnen, Großdrohnen, mit denen Sie Bewegungen auf dem Grund feststellen können. Das heißt, mit den drei Sensoren können Sie Abschüsse, Raketenabschüsse leicht beobachten, vermessen und dann sehen Sie schon, wohin die Reise geht. Ne? Das denken Sie an so etwas wie Iron Dome bei den Israelis. Ne? Da können Sie binnen weniger Sekunden oder Millisekunden können Sie Abschuss, Flugbahn und Bekämpfungswinkel etc. pp. Berechnen. Also das ist technisch im Prinzip möglich. Das heißt, die Ukraine wird gerade gut überwacht? Ja, klar, das wird sie, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, nicht? Also ohne jetzt den Luftraum, der ist gesperrt und da hütet man sich auch sehr. Aber bei AWACS zum Beispiel ist es so, man fliegt eben einfach an der Ostgrenze Polens, nicht? Und sozusagen der Westgrenze der Ukraine hin und her. Und diese Systeme haben eine horizontale Sicht, nenne ich es jetzt mal, eine Erfassung von mehreren hundert Kilometern. Wie bewerten Sie die Kommunikationsstrategie, die es da im Moment gibt? Normalerweise sind ja Geheimdienste dazu da, ihre Regierungen zu informieren. Und die entscheiden dann, ob sie damit nach draußen gehen oder nicht. In der Regel behält man die Informationen ja zurück, weil man sagt, man will auch die Quellen schützen, die das rausgefunden haben. Und das hat sich ein bisschen geändert mit dem Ukraine-Krieg. Jetzt habe ich schon gesagt, beim Raketeneinschlag war es anders als bei Nord Stream. Unterm Strich, wie bewerten Sie das? Wie vielleicht neu kommuniziert wird seit dem Ukraine-Krieg? Das ist ja keine Grundsatzentscheidung. Also man muss grundsätzlich sagen, geheimdienstlich beschafftes Material gehört der jeweiligen Regierung. Die entscheidet politisch und professionell, wie sie damit umgehen möchte. Im Allgemeinen ist das Hochziel von geheimdienstlich beschafften Informationen, dass der Betroffene es nicht mitbekommt. Sowohl die Tatsache, dass es weg ist, nicht wahr? Als auch die Tatsache, dass es jetzt in welchen fremden Händen das ist. So. Sie können aber eine Entscheidung treffen und sagen, ohne Quellen zu gefährden, das ist bei technischer Aufklärung relativ einfach. Relativ einfach, wenn man Klarheit hat über die grundsätzlichen technischen Befähigungen eines nachrichtendienstlichen Gegners. Also die Russen haben keine Illusionen über die amerikanischen Befähigungen. Die Amerikaner wahrscheinlich auch wenig über die russischen Befähigungen. So, dass man sagt, ja, dann haben sie halt wieder Satellitenaufklärung betrieben oder sowas. Nicht? Das heißt, wenn Sie mit solchen Informationen rauskommen, dann ist es eine politische Entscheidung. Und Sie können, hier ist es ganz klar, das ist eine Kommunikationsstrategie, die man in aller Öffentlichkeit sagt, ihr Lieben, wir wissen genau, was ihr macht. Ihr solltet das wissen und die Kommunikationsstrategie geht eben auch nach innen. Ja, das heißt, Gesellschaften werden darauf vorbereitet und sagen, sorry to say, nicht wahr? Hier wird
etwas Hässliches geschehen, wenn nicht zu guter Letzt die Gegenseite einlenkt. Dann schauen wir uns doch mal an, wie kommuniziert wird, wenn es um Deutschland geht. Also wir waren ja natürlich auch schon betroffen durch den Sabotageanschlag auf Nord Stream. Aber theoretisch ist ja noch mehr denkbar. Es gibt viel kritische Infrastruktur in Deutschland. Man denke an den Transport, medizinische Versorgung, Kommunikation. Ja. Wie verletzlich sind wir Ihrer Einschätzung nach im Moment? Wenn ich mir anschaue, dass erst jetzt große, das heißt Gesetzeswerke, Verordnungswerke, Strategien entwickelt werden zum Schutz der kritischen Infrastruktur, müsste ich eigentlich daraus schließen, dass es bisher daran eben gemangelt hat. Es hat ja auch daran gemangelt, das wissen wir. Der Schutz kritischer Infrastruktur ist teuer. Das heißt, gerade auch Privatinvestoren oder die Privatindustrie hat immer diese Güterabwägung, diese Art der Vorsorge, das ist wie Versicherungsabschluss. Ne? Und dann sagt, das sind erstmal die Kosten. Ob den Nutzen, den werden wir sehen, wenn was Schlimmes passiert. Ne? Da ja bekanntermaßen nie was Schlimmes passiert, in Anführungszeichen, scheut man die Investition. Und im öffentlichen Bereich ist es natürlich vergleichbar. Aber theoretisch hätte der Staat ja früher schon mal sagen können, wir müssen uns hier schützen, da geht es um kritische Infrastruktur. Da ist jeder Bürger ja am Schluss betroffen, wenn was schief geht. Aber das hat man offenbar so ein bisschen vernachlässigt. Ja, zumindest in der Umsetzung. Ne? Es gibt einige Konzeptionen, bei den Drohnen, zum Beispiel Drohnenabwehrkonzeptionen, schon, wenn ich mich recht erinnere, seit 2014. Und haben sie halt die Konzeption. Oder sie haben eben ein Gesetz. Nicht? Und beides ist erstmal ein Stück Papier. Es muss eben umgesetzt werden. Und das ist dann kostenwirksam, organisationswirksam, koordinationsbedürftig. Und das ist alles ein relativ großer Aufwand. Und dann hat man meistens was Besseres zu tun. Wenn man jetzt mal guckt, wie die Ukraine betroffen ist durch die Angriffe von Russland, dann muss man ja sagen, werden Energieversorgungsunternehmen angegriffen. Und man versucht, die Ukrainer ja gar nicht mehr militärisch zu besiegen, sondern auf dem Weg in Schwierigkeiten zu bringen. Wenn Russland jetzt gemein wäre und sagen würde, die Deutschen haben die Ukraine unterstützt, dann könnten die uns quasi doch auch verletzlich treffen. Ja, man würde das natürlich nicht direkt machen. Das wäre ja ein direkter Angriff auf ein NATO-Mitglied. Das wäre also eine ganz andere Welt, in der wir dann aufwachen würden, um mal diesen schönen Spruch wieder zu nutzen. Wenn, würde man das halt im Rahmen der sogenannten hybriden Kriegführung machen, die ja nun seit 2014 auch in aller Munde ist. Hackerangriffe oder Hybride? Hybrid heißt eigentlich die Summe aller Mittel, die verdeckt sind, deren Urheberschaft nicht unmittelbar klar ist. Ne? Nord Stream 2, wie gesagt, sind wir gut dabei zu sagen, okay, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Raketenangriff, der, es gibt Ausnahmen, aber der im Allgemeinen eben relativ einfach auf den geografischen Punkt, nicht auf die Urheberschaft zurück. Denken Sie an das Theater, das wir mit dem tragischen Abschuss der malaiischen Verkehrsmaschine nicht mehr hatten, 2017, wenn ich mich recht entsinne. Und da wusste man dann, welches System das war und wo es ungefähr stand. Aber die Frage war, wer hatte die Sachherrschaft über das? Nicht? Also das, auch da ist das nicht immer eindeutig. Und wenn Sie entweder mit Hacker angriffen oder Sie machen es, das, was man so schön Seabed Warfare nennt, das heißt also mit Unterwasserdrohnen, die inzwischen entwickelt worden sind, das heißt Mini-Mini-U-Boote, aber eben unbemannte, die Kabel zum Beispiel, nicht? Internetkabel, Telefonkabel, große, die Datenautobahnen zwischen Amerika und Europa zum Beispiel beschädigen. Dann das könnte man schwieriger mit dem Handy kommunizieren? Gar nicht, kurzfristig oder, im Zweifel. Ja. Je nachdem, das hängt dann ganz davon ab, an welchem Ende man anfängt. Man muss eine gute Kenntnis dieser Infrastruktur haben, um dann entscheidende Knoten zu erwischen. Wenn die zu gut geschützt sind, gehen sie in die Peripherie. Dann können sie immer noch lokale oder regionale Schädigungen, vielleicht auch nur für 1, 2, 3 Tage, erwirken. Aber immerhin, wenn sie das öfters machen, das ist das Wesen von Sabotage auch, einen Gegner letzten Endes psychologisch in die Knie zu bringen. Weil die Verlässlichkeit, die Zuverlässigkeit des täglichen Lebensablaufs, der Produktionsmöglichkeiten, der Rettungsmöglichkeiten immer weniger selbstverständlich wird. Mhm. Ja, und damit ist dann ein Gefährdungsgefühl, ein Verunsicherungsgefühl da, wenn das in der Tat einmal ist kein Mal, wenn es also nicht ein Mega-Anschlag wäre. Nicht? Aber wenn Sie so etwas über Wochen betreiben würden, könnten Sie sich jedenfalls eine Chance ausrechnen. Und das Entscheidende ist ja nicht, ob es am Ende funktioniert. Das hört man ja allenthalben in Medien. Ja, da lassen wir uns aber nicht in Treue fest. Nicht? Da lassen wir uns überhaupt nicht von abschrecken. Das wird im Zweifel ein Putin oder ein
einen Kriegsherrn nicht davon abschrecken, es zumindest zu versuchen. Waren dann eigentlich, als die Bahn mal nicht mehr funktioniert hat in Norddeutschland, das ist ja so ein Fall, das ging relativ leicht. Kommunikationskabel, das sind Kommunikationskabel. Das war sehr kompetent, denn das Kommunikationskabel, das können Sie so von den anderen ohne Fachwissen nicht unterscheiden. Und auch die Zugänglichkeit, wo man es am besten relativ leicht und unentdeckt erwischt. Das heißt, das ist eine Mischung zwischen, entweder war es ein sogenannter Innentäter, Entschuldigung, oder der Innentäter hat einen Außentäter entsprechend gebrieft. Jetzt haben wir natürlich noch ein paar Fragen und Sie müssen für uns immer ein bisschen in die Zukunft gucken. Das kennen Sie ja. K. Kaupe hat auf Instagram geschrieben, erwarten die Geheimdienste in den nächsten Monaten weitere Angriffe auf kritische Infrastrukturen in Deutschland, auch schwerwiegendere? Erwarten in dem Sinne, dass Sie schon Kenntnis von Planungen hätten, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin nicht mehr aktives Mitglied und wenn ich es wäre, dürfte ich es Ihnen im Zweifel nicht sagen. Dass die Plausibilitätserwägung da ist und dass davor gewarnt wird, spricht dafür, dass man Indizien hat. Wie gucken eigentlich andere NATO-Staaten auf uns? Sind die in einer ähnlichen Situation oder sagen die, in Deutschland, da ist ja schon sehr viel in privater Hand und da habt ihr vielleicht ein bisschen das Ganze locker gehandhabt. Wie blickt die NATO da auf uns? NATO-Mitglieder, wenn Sie zum Beispiel an die Skandinavier denken, um mal zu sagen, wie die auf sich blicken, nicht? Obwohl sie schon einiges, auch die Balten, obwohl sie schon einiges mehr getan haben als die Bundesrepublik Deutschland, soweit ich das vergleichen kann, sind außerordentlich skeptisch, außerordentlich nervös, jetzt nicht bezüglich Deutschland, sondern erstmal bezüglich der eigenen Gefährdungslage. Und das ist ja relativ offenherzig auch kommuniziert worden. Die Finnen, genauso wie die Schweden, die Norweger. Warum? Weil sie ein ganz wichtiges Element in der Energieversorgung, ganz wichtig von Europa geworden sind. Und das heißt natürlich ein potenzielles, sehr dankbares Ziel, wenn man dort Schädigungshandlungen vornehmen könnte. Und ich kenne jetzt keine Kommentare der Schweden oder Norweger und so weiter, aber die werden im Zweifel halt denken, ihr Deutschen hättet euch vielleicht auch ein bisschen mehr Mühe geben können. Denn diese Systeme sind so stark oder schwach wie der relativ Schwächste. Denn auch Schädigungen in Deutschland können, je nachdem, wo sie stattfinden, auch entsprechende Auswirkungen auf Nachbarstaaten haben. Jetzt ist es ja so, man kann schon sagen, dass mit dem Krieg natürlich viele aufgewacht sind und noch mal stärker gemerkt haben, wie gefährlich das Ganze werden könnte. Und deswegen wird ja auch ein neues Gesetz gemacht zum Schutz der kritischen Infrastruktur. Ein Dachgesetz, wo dann, glaube ich, ganz viel drunter versammelt wird. Das haben Sie ja auch schon zum Teil angesprochen, aber jetzt muss man dazu sagen, wenn jetzt ein Gesetz gemacht wird, hilft uns das vermutlich im Winter relativ wenig, weil es muss erst mal beschlossen werden und dann müssen ja auch verschiedene Dinge umgesetzt werden. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass uns dieses Gesetz da noch jetzt in den nächsten Monaten hilft? Aus Erfahrung sehr klein. Nicht? Ich wollte schon Sie zynisch unterbrechen und sagen, ja, das Gesetz ist gut für den nächsten Krieg. Nicht? Ja. Nicht? Also etwas flapsig, nicht? Aber es ist schon so. Das Gesetz, selbst wenn dann also Verordnungen etc. pp. Sehr beschleunigt erlassen werden, dann haben Sie Verordnungen. Aber die müssen ja dann auch praktisch umgesetzt werden. Sie haben ja sowohl die zivilgesellschaftliche Dimension, die ja außerordentlich vielfältig und komplex ist, und Sie haben die staatliche auf Bund-, Länder- und Kommunalebene. Und die kritische Infrastruktur bewegt sich ja nun leider Gottes nicht in all diesen Dimensionen. Also muss man priorisieren am Ende des Tages. Ja, und Sie müssen im Grunde genommen zwei Dinge tun. Das eine ist in der Tat den Schutz vorantreiben. Aber das ist eine Aufgabe, da werden wir auch Ende 2023 noch längst nicht fertig sein. Das wird lange dauern. Was vielleicht sinnvoll wäre, wäre so ähnlich wie bei Klimafolgenbewältigung, dass Sie jetzt nicht den Klimawandel versuchen zu verlangsamen, das ist die eine Seite, sondern Sie müssen heute die Folgen versuchen in den Griff zu bekommen. Die Folgen heißt, Sie müssen sich auf Schädigungsereignisse vorbereiten und müssen da, ich sag's mal albern, das THW, andere Organisationen, andere Selbsthilfeorganisationen auch ertüchtigen und sagen, was würden wir denn machen, ne? Das sind ja auch die Fragen, die in den Medien kommen, was würden wir denn machen, wenn wir jetzt einen Blackout hätten? In der Stadt oder im Stadtteil und so weiter. Dass sie also praktisch jetzt versuchen, kurzfristige Ertüchtigungsmaßnahmen bei den potenziell Betroffenen vornehmen. Und da auch sehr stark an Eigeninitiative, aus Eigeninteresse, nicht nur appellieren. Wird ja bei der Innenministerkonferenz durchaus auch besprochen. Da muss man nur dazu sagen, da geht es natürlich immer häufig ums Geld. Ne? Die Länder sagen dann, Frau Faeser, wir brauchen mehr Geld. Und Frau Faeser sagt, das ist eigentlich eure Aufgabe. Wir müssen uns irgendwo in der Mitte treffen. Dann geht es so hin und her. Die fangen ein bisschen an. Aber 10 Milliarden in 10 Jahren war ja mal gedacht. Ja, ja. Das zeigt ja auch, dass das eine längere Geschichte ist, bis man da alles zusammenkriegt. So ist es. Nein, und jetzt ist im Grunde genommen improvisieren angesagt. Ja? Nicht warten auf den Geldfluss, nicht wahr, und so weiter. Dann ist das Jahr 2023 vorbei.
Nicht? Und entweder sind dann Schädigungsereignisse eingetreten und wir müssen einfach sehen, dass wir hier sagen wir mal, in kleinteilig versuchen, jeder für sich, wenn Sie so wollen, das Individuum, wie eben dann gesellschaftliche Strukturen etc. pp., sich auf solche möglichen Schädigungsereignisse einzustellen, damit man die glimpflich, möglichst glimpflich übersteht, jedenfalls eine Chance hat. Aber ich sage jetzt mal die LNG-Terminals zum Beispiel. Ja. Es gibt ja schon so ein paar Sachen, ja, die kann man möglichst gut überwachen. Da weiß man auch, wie wichtig sind, die sind für die Energieversorgung. Da kann man ja durchaus schon mal anfangen. Das lässt sich mit relativ einfachen, nenne ich mal, Weisungen oder Befehlen bei der Bundeswehr, natürlich, also solche einzelnen Großkomplexe, kann man relativ schnell, das heißt binnen weniger Wochen, je nachdem wie viel, wissen Sie da jetzt auch, haben Sie die Hardware dazu. Denn was heißt jetzt überwachen? Sie müssen also dann gegebenenfalls eine Luft- und Unterwasserüberwachung vornehmen. Und das geht alles erstmal in Substanz. Sie müssen die Dinge haben. Und für ein Objekt werden Sie es im Zweifel zusammenziehen können. Die Frage ist, wie viele Objekte dieser Art müssen geschützt werden. Mhm. Da kann man einiges mit etwas Glück. Und wenn die Dinge da sind, binnen weniger Wochen, da ist ja einiges schon gelaufen, auch ohne großes Trara. Das ist auch sehr wichtig. Auch mal gut. Ja. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Thema großen Komplex Hackerangriffe. Da ist es ja so, wenn da ein groß angelegter Angriff von außen auf Deutschland zukäme, dann wäre wohl das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik zuständig. Mhm. Die sollen da so eine Art Zentralstellenfunktion bekommen. Das ist natürlich eine riesige Verantwortung für so ein Bundesamt, das ständig gewachsen ist. Mhm. Glauben Sie denn, dass man da schon richtig aufgestellt ist? Schwer für mich als im Grunde Außenstehender zuverlässig zu beurteilen. Es hat von außen betrachtet noch nicht den Anschein. Einfach deswegen, wenn Sie es zum Beispiel vergleichen mit den Strukturen, die sich die Briten seit sagen wir, 6 bis 8 Jahren zunehmend dann zugelegt haben, auch mit einem Budget, das dann im Allgemeinen bei knapp 2 Milliarden Pfund pro Jahr liegt und einem Personalansatz, der also weitaus größer ist als beim BSI. Auch da, too little, too late, würde der Brite sagen. Man macht schon das Richtige, aber es dauert sehr lange. Sodass ich mich wundern würde, aber erleichtert wäre, wenn das BSI einem solchen großen Angriff schon all das entgegensetzen könnte, was man so entgegensetzen kann. Und denken Sie daran, entgegensetzen heißt beim BSI erstmal nur Härtung, wenn Sie wollen. Die andere Frage, wie man, dazu gibt es ja dann das Cybersecurity-Konzept, das ist auch ganz neu, das heißt, vorher hatte man keines. Darüber gibt es viel zu sagen und auch eine Frage von dem User Tom Reis nochmal. Verfügen die deutschen Dienste über Hacking-Abwehr? Und betreiben Sie eben solche Angriffe nach außen? Wenn ich es richtig weiß, wird darüber auch diskutiert in der von Ihnen angesprochenen Sicherheitsstrategie. Da sind ja auch mehrere Ministerien involviert. Frau Faeser ist zuständig für Cyber, weil eben auch das BSI unterstellt ist. Aber das Thema Abwehr von Angriffen und vor allem, ob es auch eine aktive Abwehr geben soll, ist ja umstritten. Es ist ja so, die Abwehr von Angriffen, da hängt es auch wiederum vom Angegriffenen ab. Es gibt ja diese Computer Emergency Response Teams, CERT, die CERTs, auf nationaler, auf zum Teil objektbezogener, auf internationaler, also zum Beispiel europäischer Ebene, auch bei NATO. Die sind zum Teil miteinander vernetzt, sollen aber auch. Die EU hat sich ja jetzt auch eine Cyber Defense Strategy zugelegt, ganz frisch, Anfang November. Und da wird eben auch von der Vernetzung der verschiedenen CERTs, also dieser militärischen und zivilen, gesprochen. Auch da kann man immer nur wieder freundlich lächelnd sagen, schön, dass ihr darüber redet. Bis ihr es geschafft habt, dauert es noch ein Weilchen. Und wir leben dann natürlich da in einer Phase schwächerer Abwehr. So, das heißt, und diese Emergency Response Teams sind ja dazu da, erstmal die, ich nenne es mal, Löcher zu stopfen, dann aber auch die, wenn Sie wollen, die Viren und die korrupte Software zu isolieren, dann wieder in Anführungszeichen zu reinigen, etc. pp. Das sind ja alles Defensivmaßnahmen. Hackback, wie es so schön heißt, oder sagen wir, nach außen gerichtete Maßnahmen, ist umstritten. Das heißt, da drehen wir uns dann im Kreise so lange bis wie mit der Bewaffnung von Drohnen. Es hat kaum waren, glaube ich, 5 Jahre bis 7 Jahre Diskussion vorbei, hat man es am Ende dann doch gemacht, nicht unter strengen Auflagen. Bei Hackback, das Wichtige ist. Wollen wir das einmal kurz erklären, dass wir sagen. Das heißt, also, wer mich hackt, den hacke ich zurück. Das heißt, man verfolgt, man versucht rein technisch gesehen die Quelle der Schad, der des Angriffs, des Angriffs, der Schadsoftware, nicht wahr? Die kann man ja zu Teil zurückverfolgen, zumindest mal zu dem letzten Server, von dem das aus dann einen selbst erreicht hat. So, und da ist ja der kritische Punkt, dass man sagt, wenn Hacker einen Server gekapert haben, um von dort aus den Angriff zu starten, und es wäre zum Beispiel der Server eines Krankenhauses, und jetzt würde sich Deutschland wehren und dort ein Hackback machen, dann wäre ja das Krankenhaus in dem betroffenen
betroffenen Land. Um im Bild zu bleiben, wäre das aber dann so, als ob jemand dann eben einfach blindwütig, nicht wahr, in Putativnotwehr um sich herum schießt. Ne? Und dann liegen eben drei unbeteiligte Menschen auf der Straße. Ne? Das heißt also, das Wichtige bei solchen Maßnahmen ist, die gezielte Maßnahme. Das heißt also, gibt es, und das muss man konkret durchdiskutieren, da gibt es ja eine Zentralstelle für das Informationswesen in den Sicherheitsbehörden, so müsste es heißen, CITES in der Abkürzung, die für die Bewertung solcher Tools zuständig ist und die genau auch die Risikogeneigtheit etc. pp. Bewerten kann, technisch kompetent bewerten kann. Und dann hängt es eben davon ab, nicht? Ob solche Maßnahmen kollateralschadenfrei, nebenwirkungsfrei oder arm genutzt werden können. Ja? Es gibt noch ein paar andere Bedrohungen, deswegen komme ich schon zum nächsten Thema. Wobei, Sie haben es schon mal angesprochen, die Drohnen, die da über Deutschland rüberfliegen. Das ist ja so ein bisschen erschreckend gewesen, als man das gehört hat, über Truppenplätzen, wo ukrainische Soldaten trainiert werden. Aber vermutlich nicht nur dort, auch möglicherweise über kritische Infrastruktur. Wer ist eigentlich bei uns dafür zuständig, sowas abzuwehren? Alle möglichen Stellen, wie so häufig, nicht wahr? Eben, das liegt eben auch an der föderalen Struktur des Landes, nicht wahr? Sie haben, nehmen wir mal die Flughäfen, also die sind in der Zuständigkeit der Bundespolizei, wohl offensichtlich einheitlich, das ist so ähnlich wie bei Bundesautobahnen, nicht? So. Also die Bundespolizei ist dafür zuständig, für die Drohnenbeobachtung, Abwehr gegebenenfalls, was ja auch die nächste Frage ist, was ist Drohnenabwehr? Wie funktioniert so etwas? Die Bundeswehr macht das natürlich braverweise für sich selbst, nicht? Dort ist der militärische Abschirmdienst, der MAD, für die Organisation von Detektion zuständig, aber mehr kann der auch nicht machen. Da brauchen Sie dann. Der kann die erkennen und kann sagen, das waren jetzt vielleicht Russen. Das Letztere wird schon schwierig. Okay, aber sagen wir mal, man würde die ja nicht abschießen. Ja, nun, das hängt davon ab, nicht? Ich meine, es ist jetzt so, dass die Bundeswehr mit ihrem neuen Drohnenschutzprogramm, ihrer Strategie, auch über solche Maßnahmen gegebenenfalls sagt. Denn wissen Sie, wenn die Drohne nicht nur guckt, sondern auch vielleicht was Unpassendes fallen lässt, dann ist das ein Luftangriff. Aber bislang ist es noch nicht so weit, ne? Das macht ja nichts. Einmal ist immer das erste Mal und man sollte vorher wissen, was man tut. Mhm. Ja, und in einem solchen Fall tut. Aber habe ich Sie richtig verstanden, dass sozusagen die Frage, wer jetzt zuständig ist, ja schon auf viele Schultern verteilt ist? Ja. Und das ist ja so ein bisschen. Also bei der Privatwirtschaft sind es dann wiederum die Sicherheitsbeauftragten, in der Regel der Unternehmen, die sich hier dann was einfallen lassen müssen. Die Telekom, wie ich lese, nicht, arbeitet mit einer israelischen Firma sehr eng jetzt zusammen, um eine rasche, zuverlässige Detektion von Drohnen und dann ihrer Steuerung vorzunehmen. Das heißt, wo steht der Mensch oder das System, das diese Drohne steuert? Die meisten sind ja nicht autonom, sondern werden ja gesteuert. Das hat ja den ulkigen Fall, möchte ich fast sagen, ich war es in Norwegen oder in Schweden gegeben, ich meine, es sei Norwegen gewesen, dass sogar ein relativ hochmögender Sohn eines hochmögenden Vaters, nicht, was sich als Drohnenpilot betätigt hatte und dann auch brav festgenommen worden war. Nicht? Und dann fragte sich natürlich, was wollte der gute Junge damit? Nicht? Verstehe. Es gibt noch so viele Fragen und die Zeit rennt uns ein bisschen davon. Deswegen zur nächsten. Norbert Völkner fragt uns auf Facebook. Fake News und Propaganda gehören zu wichtigen Elementen des hybriden Krieges, gerade in sozialen Netzwerken. Beschäftigen sich westliche Geheimdienste auch damit, russische Bots bzw. Trollfabriken zu bekämpfen? Zu identifizieren auf jeden Fall. Das ist ein wichtiger Punkt. Das machen auch, behaupte ich mal, fast alle Auslandsnachrichtendienste, so gut sie es können. Das ist auch wieder eine Frage der technischen Detektion. Das ist etwas, was in der sogenannten weiteren Begriff der Signal Intelligence und der Cyber Intelligence betrieben wird. Auch das muss man erstmal können. Es wird technisch meines Erachtens nicht bekämpft, in dem Sinne, dass man wieder Bots abschießt, in Anführungszeichen, sondern man geht halt bisher immer noch auf Debunking of Nonsense. Ne? Das heißt, Gegennarrative, nicht wahr? Und sozusagen Falsifizierung vorzunehmen. Wenn es jetzt strafrechtlich relevante Inhalte wären, könnte man ja auch mit der Justiz. Ja, es gibt zum Beispiel auch die Internet Referral Unit der Europol, nicht? Also relativ groß aufgestellt mit viel Personal, Material und auch technischer Kompetenz. Da wird versucht, auch möglichst schnell und dann europaweit Material aus dem Netz rauszunehmen. Jetzt haben wir ganz viel gesprochen über den Krieg in der Ukraine und den Einfluss, den möglicherweise russische Geheimdienste nehmen. Es gibt ja noch ein paar andere Konflikte leider auf der Welt. Wollen wir ganz kurz noch auf den Iran zu sprechen kommen. Wir müssen fast davon ausgehen, dass iranische Geheimdienste nicht nur im Iran sind, sondern vielleicht sogar bei uns.
Wie groß ist die Gefahr, dass die überprüfen, was Iraner in Deutschland zu den Protesten im Iran sagen? Und kann das gefährlich werden für diejenigen, die sich für die Proteste aussprechen? Wenn Sie ein ganz klein bisschen in die Geschichte zurückblicken, war es immer schon gefährlich, iranischer Exiloppositioneller zu sein. Ich erinnere nur, das ist 1992 gewesen, aber ein sehr gravierender Fall, der sogenannte Mykonos-Fall, als hier in Berlin vier kurdische Exiloppositionelle einfach über den Haufen geschossen worden sind. Mit hinterher einem Gerichtsurteil, dass die staatliche Urheberschaft, die präsidiale Urheberschaft festgestellt hat, hat keinen gefreut. Es gibt einen jüngeren Fall von 2018, dass ein iranischer Diplomat akkreditiert in Wien mit Zweitfunktion Geheimagent, nicht wahr, eine Schläferzelle aktiviert hat, um in Paris einen Bombenanschlag auf die sogenannten Volksmujahideen, das ist eine der wichtigsten und am härtesten bekämpften Oppositionsgruppierungen im Iran, zu verüben. Da wäre dann auch Giuliani nicht wahr, mit als Ehrengast betroffen gewesen. Das konnte verhindert werden, nicht? Aber wäre natürlich ein Riesenknall gewesen. Heute, ganz aktuell, haben Sie ja die Fälle Deutsche Welle. Sie haben den Fall eines in Großbritannien ansässigen Exilsenders, iranischen, der unter Polizeischutz relativ martialisch gestellt worden ist, nicht wahr, um offensichtlich mehrere glaubhafte Morddrohungen oder Anschlagsvorbereitungen zu verhindern. Also man lebt da schon durchaus gefährlich. Das heißt aber auch, dass bei uns der Verfassungsschutz dafür zuständig ist, zu gucken, ob hier Geheimdienste aktiv sind und Druck ausüben auf Bürger und dann im Notfall eben auch. Ja, dann eben selbst die Ergebnisse an die Polizei liefert und dann wird eben eingeschaltet. Eine Minute haben wir noch. Es gibt Polizeidienststellen, die zu China gehören und die Einfluss nehmen auf chinesische Bürger hier in Deutschland. Wie kann das eigentlich sein und was richten die hier für einen Schaden an? Ganz kurz. Also wie kann das sein? Es sind keine Polizeidienststellen, im Sinn, da würden wir ein Büro oder sonst was assoziieren, sondern das sind entsandte Kräfte, aus China entsandte Kräfte, die sich in, ich nenne es jetzt mal sozialen Netzwerken, chinesischen sozialen Netzwerken, nützlich machen. Vordergründig zur Unterstützung chinesischer Staatsangehöriger im Umgang mit ihren eigenen Behörden und hintergründig in der Unterstützung der eigenen Behörden, nicht mehr im Umgang mit mutmaßlichen Oppositionellen. Das sind Dinge, die wir in anderen Kontexten auch mal sehen, wenn Sie über Paralleljustiz, zum Beispiel in anderen Gesellschaften, also orientalischen in Deutschland sprechen, dass sich Gesellschaften eigene Strukturen schaffen. Wenn die dann von dem Heimatland jeweils penetriert werden und genutzt werden, dann haben sie genauso etwas wie eine virtuelle Polizeistruktur oder eben Nachrichtendienststruktur. Das ist eine Sache für BfV, Bundesamt für Verfassungsschutz, das aufzuklären. Sie merken schon, wir haben noch so viele Fragen, die wir klären müssen. Die Zeit ist jetzt leider rum, aber wir müssen Sie noch mal einladen. Danke. Schrecklich. Ja, ich freue mich. Danke, dass Sie da waren. Hat Spaß gemacht. Ja. Danke für eure Fragen. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, hier im ARD-Hauptstadtstudio. Für heute, tschüss. Jo. Tschüss. So. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Kabinett beschließt Eckpunkte für leichtere Einwanderung nach Deutschland. Ziel ist es, qualifizierten Fachkräften aus dem Ausland den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu vereinfachen. Sie sollen unter bestimmten Voraussetzungen